was ist denn hier? Sieht interessant aus. Vielleicht gleich ein bisschen Kies mitgenommen, oder bin ich hier? Da ja, kann ich es hinsetzen. Kann ich nirgendwo was hinsetzen? So. Ja, war auch mehr oder weniger auch der zweite Zweck dieser Wandertour hier unter die Erde. Jetzt haben wir gleich zwei Schaufeln gemacht. So. Gut. Wir sind hier sehr tief unter der Erde, was heißt, die Chance, dass wir hier Diamanten und ähnliches finden, ist relativ hoch. So. Das kann ich dann mal zum Rüberbauen benutzen. Eigentlich möchte ich ja alles noch irgendwie verwenden. Sowohl Erde als auch. Ich dachte gerade, da steht ein Skelett. Das wäre sehr, sehr ungünstig hier. Okay, es hätte uns in diese Richtung geschossen, aber dennoch. Okay, Eichenholzbretter brauchen wir jetzt eigentlich überhaupt nicht. Machen wir Diorit. Ganz ehrlich. Sehr schlau, Fledermaus. Diorit verwende ich zum Bauen eigentlich nie. Ich habe es mal versucht mit diesen neuen Gesteinen zu bauen, aber ich fand nie was davon irgendwie hübsch oder auch nicht die auch noch nicht das die polierten Versionen davon. Nur Eisen, okay. Puh, ist ja knapp. Wofür habe ich denn das jetzt eigentlich? Oh. Habe ich denn das schon mitgenommen, wenn ich es nicht nutze? So. Hexe! Die Musik passt gerade nicht. Ich bräuchte auch mal eine extra Untergrund, also extra Höhlen-Playlist. Was war das denn? Die Hexe hat Schluck auf. Komm her, Hexe. Ich hab's zu trinken für dich. Da geht der Schluck auf. Stopf dir diesen Eimer in die Kehle. Oder dieses Schwert. Ich verspreche dir, davon geht der Schluck auf. Auch weg. Das klingt so albern. So. Ich bin so ein neugieriger Mensch. Enderman. Den lasse ich vorerst mal in Ruhe. Das sind seltsam wenige Monster. Das ist schon komisch. So. Pilze. Okay. Hallo Enderman. Ich mag euch Enderman irgendwie. Alle meinten ja irgendwie. Also, es wird ja gesagt, der Enderman sollte möglichst gruselig designt werden und so. Also der soll ja möglichst gruselig designt worden sein. Aber irgendwie kann ich diesen Grusel. Allein durch die Tatsache, dass man sie. Dass sie ihn nicht angreifen. Also sie sind wirklich scheiße stark. Aber irgendwie Angst halt. Aber irgendwie so gruselig finde ich die gar nicht. Ich weiß nicht warum. Oh.
So. Also wir finden hier viel Gold und wirklich viele Höhlen. Jetzt hier noch weiter. Gott. Ich habe Sorge, dass ich mich da von viel zu vielen Sachen ablenken lasse. Deswegen glaube ich, versuche jetzt einfach mal wieder den Rückweg zu finden, um mich auf die Sache zu konzentrieren, weshalb ich überhaupt hergekommen bin. Stein. Ist jetzt nicht so spannend, aber ich brauch's halt. Ja. Also, wir wissen auf jeden Fall, wenn wir alles Mögliche eben brauchen, dann finden wir es hier. In genügenden Mengen. Wow. Das ist auch mehr oder weniger der Zweck, dass ich nicht hier so ein Strip-Mine-System habe. Dass ich auch Diamanten so finde. Aber Höhlen lenken dann doch zu sehr ab. Egal. Dann war es das jetzt erstmal. Okay. Ja, wir haben auf jeden Fall, wenn wir es brauchen, können wir uns eine Menge Erze herausholen. Und als andere Redstone. Aber Diamanten leider nicht. Obwohl ich schon damit gerechnet habe, dass ich davon welche finden werde. Und da ich baue über Diorit, Granit und so drüber hinweg, weil das verschmutzt mein Inventar viel mehr. So. Es ist Tag draußen. Schön. Und es scheint nicht allzu lange Tag zu sein. Also es wurde wahrscheinlich gerade erst Tag. Ich sehe euch. Okay. Dann mal sehen, was ich so einsortieren kann, was ich jetzt erstmal nicht dringend brauche. So. Die ist auch schon voll, die Kiste. Oha. Ja. Habe ich eigentlich noch Glas übrig? Ja, habe ich. Dennoch. Schön, das Gold. Da. Darfst du verbrennen? So, die lege ich mal wieder weg. Also, den lege ich wieder weg, den Schild. So. Mache ich nur ein Geschoss, ich glaube ich. Oder? Nee, ich glaube, ich mach mal. Ich mach mal ein Gebäude. Dieses Gebäude mal. Zweigeschossig und probier mal ein paar neue Sachen einfach mal aus. So. Wegen gebratenes Steak, aber es ist nur verrottetes Fleisch. Naja, immerhin. Damit handeln ein paar Dorfbewohner. So. Ich habe gehört, ich will noch ein weiteres Stockwerk draufsetzen. Yay.
Okay, ist jetzt nur die Frage, wie mache ich jetzt auch noch die Innenarchitektur? Also, wie richte ich es hier innen ein? Ich mache erstmal die Fackeln da mal wieder alle hier ran. Einfach mal, um es beleuchtet zu halten. Mal überlegen. Ich habe eine Idee, wie man es machen könnte. So hätte ich es auch noch nie probiert. Was ich jetzt erstmal brauche, ist wieder Holz. Ach komm, gehen wir mal dahin. So. Verschaffe mich einfach hier mal den kleinen. Ja, okay, ich denke mal, ich mache an dieser Stelle jetzt auch eine Aufnahmepause. Ich weiß jetzt nicht, wie lange diese Folge jetzt endlich wird. Also ich habe jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde aufgenommen. Wie viel davon jetzt aber auch wirklich in die Folge kommen wird und wie viel ich dann eben rausnehmen werde, das ist noch ungewiss. Deswegen weiß ich nicht, wie lange die Folge jetzt werden wird. Ich hoffe, dass ich das halbwegs gut hinbekomme. Deswegen frage ich euch, wie findet ihr das so im Verhältnis zum anderen Let's Play, dass ich einfach mal zwischendurch sage, hier an dieser Stelle passiert nicht viel, da baue ich einfach nur ab, da baue ich einfach nur auf. Einfach nur große Flächen und einfach nur eine ganze Menge Zeug. Findet ihr, ich sollte da das einfach original, au, so wäre es nicht geplant, so lassen, wie es eigentlich wirklich ist? Oder sagt ihr, ach komm, die paar Stellen, die muss man auch wirklich nicht in Originalgeschwindigkeit sehen? Schreibt es doch bitte mal in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Und ich begebe mich jedes Mal zurück in diese Hütte für eine Aufnahmepause. Es war mir eine Ehre, für euch ein Video gemacht zu haben. Bis dahin, ciao.